liebe Visionäre, wir alle wissen um die sieben Hauptsünden, die sich als Folge der Erbsünde in uns irgendwie bemerkbar machen. Beim Streben nach Heiligkeit gibt es die Regel, dass man sich immer wieder prüfen muss, inwiefern diese Hauptsünden in uns bestimmend sind und welche von ihnen die größte Herausforderung darstellt, also tiefer als die anderen in uns Wurzel geschlagen haben. Denn dort liegt auch das größte Hindernis für unsere Heiligung. Das ist aber gar nicht so leicht, das klar zu erfassen. Friedrich Wesseli hat einmal den Rat gegeben, sich zu fragen, wovor man sich am meisten fürchtet, also welchen Herausforderungen im Alltag man am liebsten ausweicht oder woran man am meisten hängt, um dem Hauptfehler auf die Spur zu kommen. Aber selbst wenn wir nicht sagen können, welche der Hauptsünden am meisten in uns vorherrscht, so müssen wir gegen all die zielstrebig ankämpfen, derer wir uns bewusst sind. Es ist also ein guter Rat, zum Beispiel anlässlich der Beichtvorbereitung, die sieben Hauptsünden durchzuarbeiten. Aktive Menschen, wie es eben auch aktive Legionäre sind, würden wahrscheinlich meinen, dass Trägheit nicht so sehr eine Gefahr für sie wäre. Es gibt aber den Bereich der Trägheit, der leicht übersehen wird. Die Trägheit des Geistes. Also der Unwille, sich über etwas den Kopf zu zerbrechen. Damit meine ich nicht die Sorgen, die auf uns lasten und über die wir ohnehin sehr viel nachdenken, sondern Dinge, über die wir nachdenken sollten, es aber oftmals nicht tun, weil es uns zu mühsam ist. Denken wir nur an die Meditation, die Betrachtung unserer Glaubenswahrheiten, des Wortes Gottes. Sie sind für das Seelenheil von uns lebensnotwendig, aber leichter beschäftigen wir uns mit Kreuzworträtseln, Sudoku oder forschen bestimmten Fragen im Internet nach, als über Gott und seinen Willen, seine Wege und sein Wirken in unserem Leben ausgiebig nachzudenken. Diese Trägheit zeigt sich auch in mangelnder Planung. Man ist zwar bereit, Apostolat zu machen oder Seelsorge, aber letztlich ist es oftmals vage. Es gibt keine klaren, gut überlegten Ziele, die ins Auge gefasst werden. Und so gibt es auch kein Nachdenken, welche Schritte erforderlich werden, um diese Ziele zu erreichen. Im weltlichen Bereich bedauern wir Menschen sehr, besonders wenn sie jung sind, die planlos durchs Leben gehen, die sich nicht den Kopf zerbrechen, welche Gaben und Möglichkeiten sie haben, welchen Beruf sie ausüben könnten und um welche Ausbildung sie sich daher bemühen müssten. Aber das ist Gott sei Dank eine Seltenheit. Im geistlichen Leben haben wir aber oftmals keinen Plan. Wie werde ich selbst heilig? Und wie kann ich anderen auf dem Weg zur Heiligkeit helfen? Wenn das Handbuch davon spricht, dass wir den Betreuten möglichst viel Gutes tun sollen, dann beginnt das damit, dass wir den Betreuten möglichst viel Gutes tun wollen. Und das setzt voraus, dass ich mich mit den Menschen beschäftige und mir überlege, was ist denn das Bestmögliche, das ich ihm wünsche? Und wenn ich das wirklich führen will, welche Schritte könnten ihm dabei helfen? Wichtig ist immer die Konzentration auf den konkreten Menschen. Ich kann nicht der Allgemeinheit viel Gutes tun. Ich muss immer den einzelnen Menschen bedenken und ihn dann Schritt für Schritt begleiten. Durch mein Gebet, durch Ermutigung, durch mein Beispiel, durch Hinweise auf die Hilfen, die es dafür gibt. Gabe der Erkenntnis oder auch Gabe der Wissenschaft wird sie oft genannt, wohl deshalb, weil Wissenschaft darauf beruht, von einer grundlegenden Wahrheit aus mit Hilfe der Logik Erkenntnis auf Erkenntnis aufzubauen, ist jene Gabe des Heiligen Geistes, die uns hilft, angesichts des Zieles, das Gott uns und allen Menschen gesetzt hat, zu erkennen, welche konkreten Schritte wir setzen müssen, um den Willen Gottes zu erfüllen. Dazu kommt auch die Gabe des Rates. Wenn in der konkreten Situation bei uns oder bei den anderen nicht so klar ist,
was denn jetzt das Bessere unter den verschiedenen Möglichkeiten ist. Bitten wir die Mutter Gottes, die ganz aus dem Heiligen Geist gelebt hat, die immer ganz auf das Ziel, also die größtmögliche Ehre Gottes ausgerichtet und voller Wachsamkeit war, die entsprechenden Schritte zu setzen, dass sie uns helfe, diese Gaben des Heiligen Geistes zu erlangen und mit ihnen mitzuarbeiten. Und fangen wir gleich damit an, unser Leben und unser Apostolat besser zu planen. Denn diese Gaben werden uns nicht für die Fantasie geschenkt, sondern immer nur dann, wenn wir sie brauchen, also bereit sind, sie einzusetzen.